Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Heute wird es endlich Zeit für das wohl meist nachgefragteste Video der letzten Monate. Es geht endlich mal wieder um die meiner Meinung nach besten kabellosen In-Ear-Kopfhörer. Ja, ich weiß, das letzte Video dieser Art ist jetzt schon über ein Jahr her, aber ich wollte einfach abwarten, bis ich wirklich eine vernünftige neue Auswahl zusammen habe, weil da habt ihr ja auch nichts davon, wenn ich so ein Video 3-4 Mal im Jahr hochlade und im Prinzip einfach nur 60-70% vom letzten Video 1:1 wiederhole. Aber jetzt habe ich eine vernünftige Auswahl zusammen und hier einfach mal wieder der Hinweis, wenn ihr diese besten Listen nicht verpassen wollt, generell meine Kopfhörer-Reviews nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren und dann seid ihr da eben immer wieder auf dem aktuellen Stand der Dinge. Ich habe auch heute wieder für jeden oder für fast jeden Geldbeutel was mit dabei, für jedes Betriebssystem was mit dabei, für fast jeden Anwendungszweck. Es ist wirklich eine schöne Auswahl geworden. Ich kann natürlich nicht alles abdecken, weil auch ich kann nicht jeden neuen Kopfhörer, der so auf dem Markt kommt, testen. Aber ihr seht ja schon, das ist die heutige Auswahl, die ist wirklich ziemlich groß und ich habe mir in den letzten Monaten wirklich, würde ich mal sagen, 95% der relevanten Modelle angeschaut und Junge, Junge, da hat sich wirklich einiges in den letzten 13 Monaten getan. Also, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen und würde sagen, los geht's! Wir machen das Ganze wie die letzten Male auch schon. Es gibt keine spezielle Rangfolge. Ich starte jetzt mit den günstigeren Modellen und dann arbeiten wir uns nach und nach zu den teureren High-End-Modellen vor. Die Frage, die mir im Zusammenhang mit den kabellosen In-Ears nach wie vor mit Abstand am häufigsten gestellt wird, ist eigentlich, wie viel muss man denn aktuell so ausgeben, um ein vernünftiges Modell zu bekommen, das bei den Basics abliefert. Ich brauche kein High-End-Modell, ich will einfach nur was Grundsolides, nicht zu viel Geld ausgeben. Da sage ich dann immer, es kommt drauf an, weil die Preise schwanken natürlich, aber aktuell würde ich sagen, dass man so 70 bis 80 Euro investieren sollte. Man kann auch weniger ausgeben, aber ich sage euch, ich habe wirklich schon viele Modelle ausprobiert und ich habe in diesem Preisbereich von so 20, 30, 40, 50 Euro nichts gefunden, was mich wirklich, also teilweise haben sie mich schon überzeugt, aber nichts, was ich wirklich aus langfristiger Sicht weiterempfehlen würde. Weil gerade bei so Themen wie Soundqualität, ANC, Verbindungsqualität, Langlebigkeit, muss man da halt erhebliche Abstriche machen. Ich lese dann immer wieder in den Kommentaren, ey, ich habe mir diese Kopfhörer für 30 Euro gekauft, die sind auch gut. Diese Kommentare kommen dann meistens so ein paar Wochen nach dem Kauf. Ich glaube, die Leute würden das dann vielleicht ein Jahr später nicht mehr unbedingt sagen. Aber mein Tipp an der Stelle einfach, ihr könnt es ja auch anders machen, aber mein Tipp ist, investiert da lieber die 20 bis 30 Euro mehr in die vier Modelle, die ich euch jetzt gleich vorstellen werde. Weil in dem Zusammenhang gilt meiner Meinung nach wirklich, wer billig kauft, der kauft halt einfach doppelt. So, wir starten jetzt auch mit dem Preis-Leistungskracher überhaupt, meiner Meinung nach. Und das sind die Samsung Galaxy Buds 2. Die wurden vor ziemlich genau einem Jahr vorgestellt, sind jetzt auch schon ein Jahr auf dem Markt, kosteten damals 150 Euro. Und ich war ja damals schon im Review ziemlich positiv überrascht. Gute Soundqualität, gute Sprachqualität, ein hoher Tragekomfort und eine sehr gute Bedienung zeichnen die Kopfhörer aus. Dazu kommt eine ordentliche Akkulaufzeit, ein brauchbares ANC und sogar Wireless Charging ist mit an Bord. Ich habe damals kritisiert, dass ziemlich viel Kunststoff in Hochglanzoptik verwendet wird und es so Features wie eine automatische Ohrerkennung halt einfach nicht gibt. Aber mittlerweile bekommt ihr die Kopfhörer halt für um die 70 Euro. Ich habe sie teilweise auch für noch weniger gesehen und dafür sind sie meiner Meinung nach wirklich ein No-Brainer. Ich habe genau das letztes Jahr auch über die Galaxy Buds Plus gesagt. Ich habe echt, ich glaube, fast hunderte Nachrichten bekommen, wo mir Leute geschrieben haben, ich habe die geholt, ich bin total begeistert. Vielen, vielen Dank dafür. Und die Buds 2 sind da meiner Meinung nach jetzt einfach der legitime Nachfolger, weil die Buds Plus halt einfach nicht mehr produziert werden und da dementsprechend die Preise viel zu hoch sind. Es gibt dann ja auch noch die Samsung Galaxy Buds Pro, erste Generation. Die kosten aktuell so, wie gesagt, die Preise schwanken, aber so 20 bis 40 Euro mehr. Die könnt ihr natürlich investieren, wenn ihr ein noch etwas besseres ANC und mehr Software-Features wollt. Aber preis-leistungstechnisch sind die Buds 2 meiner Meinung nach aktuell nur schwer zu schlagen. Und ich persönlich glaube auch, dass die Galaxy Buds Pro der ersten Generation nicht mehr allzu lange verkauft werden, weil da stehen die Nachfolger ja schon in den Startlöchern. So, wir machen weiter mit meinem zweiten Favoriten unter 100 Euro und das sind die Google Pixel Buds A-Series. Die bekommt ihr mittlerweile auch schon für um die 80 Euro und für den Preis sind sie meiner Meinung nach echt nur schwer zu schlagen. Sie haben kein ANC und auch kein Wireless Charging. Das sind so die größten Kritikpunkte, eigentlich fast die einzigen. Dafür bekommt ihr eine für den Preis wirklich gute Soundqualität, einen extrem hohen Tragekomfort, vernünftige Materialien, eine gute Bedienung und eine brauchbare Akkulaufzeit. Also wenn ihr sagt, hey, mir gefallen die Galaxy Buds 2 optisch nicht wirklich, mir wird da zu viel Hochglanzplastik verwendet, dann holt euch die Google Pixel Buds A-Series. Gerade wenn ihr auch auf ANC verzichten könnt, ist das wirklich eine hervorragende Wahl. Und dann gibt es ja auch noch hier die Nothing Ear One.
Über die haben wir hier auf meinem Kanal tatsächlich, glaube ich, noch überhaupt nicht gesprochen. Die sind mittlerweile auch schon ziemlich genau ein Jahr auf dem Markt. Und ich muss euch sagen, damals zum Marktstart hätte ich die nie und nimmer weiterempfohlen, weil klar, sie sehen cool aus, aber die hatten so enorme Softwareprobleme. Also das ging so weit, dass die mit manchen Smartphones überhaupt nicht funktioniert haben. Und sowas kann man einfach nicht weiterempfehlen. Aber da muss ich Nothing loben. Also die haben wirklich investiert. Die Software ist mittlerweile deutlich besser. Diese Probleme gehören fast alle der Vergangenheit an. Und ihr bekommt die Kopfhörer halt mittlerweile für 90 Euro. Und dafür sind sie echt ein guter Deal. Das Highlight ist natürlich, wie ich schon erwähnt habe, dieses transparente Design. Das ist einfach mal was komplett anderes. Und damit hebt man sich deutlich von der Konkurrenz, vor allem in der Preisklasse, ab. Aber auch der Sound ist ordentlich, wenn auch etwas basslastig. Die Akkulaufzeit ist brauchbar und ihr bekommt Wireless Charging, was für den Preis auch noch nicht selbstverständlich ist. ANC ist ebenfalls mit an Bord, da sollte man sich aber nicht zu viel von erwarten, genauso wie vom Transparenzmodus. Da sind die deutlich teureren Modelle nach wie vor besser. Persönlich finde ich auch, dass dieses Case hier etwas zu groß und zu sperrig ist. Also man muss es ja nur mal vergleichen mit dem der Google Pixel Buds A-Series. Auch dass der Samsung Galaxy Buds 2 oder der Galaxy Buds Pro ist deutlich kompakter. Aber davon mal abgesehen, für 90 Euro ist das meiner Meinung nach echt ein guter Deal, vor allem wenn ihr sagt, hey, ich möchte mal ein etwas anderes Design. Also da kann man mittlerweile auf jeden Fall zugreifen. Für etwa 10 Euro mehr, und das, also da bin ich echt fast vom Stuhl gefallen, als ich das gesehen habe, für nur etwa 10 Euro mehr bekommt ihr mittlerweile die Huawei FreeBuds Pro. Die haben zwar mittlerweile auch einen Nachfolger, logischerweise die FreeBuds Pro 2, die habe ich auch hier und schon getestet, und auch wenn da das ANC noch etwas besser ist, die Soundqualität etwas verbessert wurde und das Case noch etwas wertiger ist, kosten die aktuell knapp 100 Euro mehr. Und das sind sie halt einfach nie und nimmer wert. Vor allem, wenn man bedenkt, dass da aktuell die Akkulaufzeit sogar noch etwas schlechter ist, also dann lieber zum Vorgänger greifen. Im Vergleich zu den bisher genannten Modellen punkten die vor allem mit einem noch besseren ANC. Dazu gibt es eine ordentliche Soundqualität, Wireless Charging und ein kompaktes Case. Mittlerweile sind sie auch mit den iPhones ganz gut kompatibel. Die Akkulaufzeit ist zwar hier auch mit um die 4 Stunden nur etwa brauchbar, aber trotzdem, wie gesagt, für den Preis mit dem ANC ist das mittlerweile echt, also ich habe die ja letztes Mal schon empfohlen, aber ich glaube, da haben sie noch 130 oder 140 Euro gekostet. Mittlerweile bekommen die sie für 90, 95 Euro und das ist wirklich ein guter Deal. Man muss mal abwarten, wie sich hier die Preise beim Nachfolger entwickeln. 180 Euro sind zu viel, aber ich würde sagen, für so 120, 130 Euro würde ich die dann den FreeBuds Pro, also der ersten Generation, vorziehen. Die werden sicherlich noch Updates bekommen, dann sollten sie noch besser laufen. Aber wie gesagt, aktuell sind die FreeBuds Pro da meiner Meinung nach die bessere Wahl. Wir machen jetzt einen Preissprung um etwa 50 Euro. Da sind wir so bei 145, 150 Euro. Und dafür bekommt ihr mittlerweile tatsächlich schon die Jabra Elite 85T. Und auch wenn die jetzt schon knapp 2 Jahre auf dem Markt sind, gehören sie immer noch zu meinen absoluten Favoriten, weil sie halt auch immer weiter im Preis fallen. Hier bekommt ihr nochmal einen hörbar besseren und ausgeglicheneren Sound als bei den bisher genannten Modellen. Auch das ANC ist deutlich besser. Dazu kommen ein hoher Tragekomfort, eine gute Akkulaufzeit und natürlich Wireless Charging. Ich mag auch die verwendeten Materialien, also für mittlerweile 145 bis 150 Euro meiner Meinung nach ein absoluter Tipp, also kann ich nicht anders sagen, da könnt ihr nach wie vor bedenkenlos zugreifen. Bevor wir jetzt dann gleich zur Creme de la Creme kommen, den ganzen High-End-Modellen, möchte ich noch mit einem Modell weitermachen, das für mich so ein bisschen dazwischen angesiedelt ist, nämlich die Beats Fit Pro. Das sind die perfekten Kopfhörer für den Sport und die Frage wird mir auch sehr, sehr häufig gestellt, was ich denn zum Joggen empfehlen würde und so weiter, und da kann ich nur sagen, holt euch die Beats Fit Pro. Die sind mittlerweile auch etwas im Preis gesunken, bekommt ihr aktuell für um die 175 Euro. Und das Tolle ist hier natürlich einfach das Design, denn sie halten bombenfest in den Ohren und fallen auch beim Laufen beispielsweise nicht raus. Die Soundqualität ist dem Preis angemessen, das ANC ist ebenfalls super und auch die Akkulaufzeit ist nochmal besser als bei den Jabras. Man kann sie auch unter iOS und Android wirklich hervorragend nutzen, also das ist super. Das Einzige, was fehlt, ist Wireless Charging und bei dem fetten Case, das wäre dann auch schon der nächste. Also klar, das Case ist deutlich kleiner als bei den Vorgängern, bei den FreeBuds Pro, aber trotzdem ist es eins der größeren Cases und da kann ich nicht nachvollziehen, wieso hier kein Wireless Charging mit dabei ist, aber ansonsten, wie gesagt, wirklich eine sehr gute Wahl. Die nächste Alternative, das heißt Alternative, sind nicht die perfekten Sportkopfhörer, aber die kann man auch sehr, sehr gut für den Sport nutzen und sie haben Wireless Charging, klingen generell beim ANC ziemlich ähnlich, beim Sound ziemlich ähnlich. Es sind natürlich die AirPods Pro. Klar sind die den Beats Fit Pro so ähnlich, weil es ist ja der gleiche Mutterkonzern, da steckt sehr viel identische Technik drin. Diese Kopfhörer hier sind mittlerweile schon knapp 3 Jahre auf dem Markt, aber ich mag sie immer noch ziemlich gerne. Vor allem für Apple-User lohnen sie sich halt wegen dem hervorragenden Zusammenspiel mit Macs, iPhones, iPad und Co. Über die Jahre sind
auch Features wie Spatial Audio dazugekommen und die Kombi aus ANC, Windunterdrückung, Schritthallunterdrückung und Transparenzmodus ist auch nach 3 Jahren noch immer unerreicht. Im Herbst kommen dann wohl die Nachfolger, das sagen aktuell zumindest die Gerüchte. Deshalb werde ich oft gefragt, soll man oder kann man die AirPods Pro jetzt noch bedenkenlos kaufen? Meiner Meinung nach für den Preis aktuell sind es so 180 Euro für das Modell mit MagSafe-Unterstützung, würde ich sagen, ja, weil klar, wenn im Herbst die Nachfolger kommen, die werden sicherlich besser sein, aber seid euch sicher, die werden deutlich mehr als 180 Euro zum Start kosten und ich glaube, da wird es dann auch lange dauern, bis die mal wieder für 180 Euro erhältlich sind. Also ja, kann man meiner Meinung nach wie vor kaufen. Die verwendeten Materialien sind natürlich nicht die hochwertigsten. Die Konkurrenz hat mittlerweile oft eine verbesserte Akkulaufzeit oder eine bessere Akkulaufzeit und die Soundqualität ist auch nicht die allerbeste. Aber trotzdem kann man die AirPods Pro im Apple-Kosmos meiner Meinung nach wie vor bedenkenlos kaufen. So, jetzt sind wir dann wirklich in dieser 200-Euro-Liga angelangt, also quasi in der Champions League, wobei ich die AirPods Pro dann nach wie vor auch dazu zählen würde. Aber mein Favorit aus dem letzten Jahr, wo ich ja gesagt habe, das sind meiner Meinung nach so die besten, waren ja die Sony WF-1000 XM4 und die mag ich auch ein Jahr später noch unglaublich gern. Das Einzige, was ich da letztes Jahr kritisiert habe, bis auf ein paar Kleinigkeiten, war aber der einzige größere Kritikpunkt war der hohe Preis. Das waren damals 280 Euro, jetzt sind wir bei 200 Euro angelangt. Immer noch brutal viel, aber immerhin weniger als 280 Euro. Ansonsten muss man halt auch noch bedenken, dass die Kopfhörer vergleichsweise groß und schwer sind. Bei mir sitzen sie zwar angenehm, aber nicht so fest, dass ich sie jetzt wirklich häufiger für den Sport verwenden würde, vor allem nicht zum Joggen. Aber alles andere ist immer noch mit das Beste, was man so bekommen kann. Eine hervorragende Akkulaufzeit mit die beste Soundqualität überhaupt, tolles ANC, super Transparenzmodus, viele Software-Features und. Auch die verwendeten Materialien sind top und anders als bei Apple dem Preis wirklich angemessen. Also die Sony WF-1000 XM4 kann ich wirklich bedenkenlos weiterempfehlen, auch im Jahr 2022 sind nach wie vor unter meinen Top 3. Ich hoffe, dass ich bald auch noch die LinkBuds S von Sony testen kann. Die sind ja etwas günstiger, sollen aber auch richtig gut sein. Konnte ich bisher noch nicht testen, aber wie gesagt, habe ich auch auf dem Schirm. Okay, bleiben noch 2 Modelle. Das erste sind die Google Pixel Buds Pro. Habe ich ja erst vor 1,5 Wochen mit euch ausgepackt. Mittlerweile bin ich mit dem Testen so gut wie durch und ich muss sagen, ich mag sie wirklich unglaublich gerne. Leider sind die aktuell noch auf UVP-Niveau, 219 Euro. Das ist etwas zu viel. Ich würde sie lieber bei 170 bis 180 Euro sehen. Halte ich für langfristig betrachtet auch für realistisch. Und dann wird es richtig interessant. Denn dann bekommt ihr hier wirklich extrem viel geboten. Die Soundqualität ist nicht ganz auf Sony-Niveau, aber trotzdem hervorragend. Das ANC und die Schritthall- bzw. Windunterdrückung sind hier fast auf Apple-Niveau. Die Akkulaufzeit ist super, der Tragekomfort mit am höchsten von allen in der Preisklasse. Die Bedienung ist super intuitiv und das Case bzw. die verwendeten Materialien gefallen mir auch. Einzig der Transparenzmodus, der kommt nicht ganz an Apple oder Sony ran, aber hier hat Google wirklich mal abgeliefert. Also die Pixel Buds Pro, wenn der Preis jetzt mal ein bisschen sinkt, eine absolute Weiterempfehlung, hätte ich so gar nicht erwartet. Und ja, last but not least, ich glaube, wer dieses Format hier schon länger verfolgt, der weiß, was jetzt kommt. Wir haben ja noch gar nicht über Sennheiser gesprochen und natürlich möchte ich zum Schluss euch auch noch die Sennheiser Momentum True Wireless 3 zeigen. Ich bin hier leider bisher noch nicht zu einem separaten Review gekommen, aber ich habe die Kopfhörer jetzt, glaube ich, seit April hier und ich mag sie wirklich extrem gerne. Meiner Meinung nach ist das einfach die logische Weiterentwicklung der Vorgänger. Sie tragen sich noch angenehmer als die Zweier und sitzen noch fester in den Ohren. Das ANC wurde deutlich verbessert, die Sprachqualität ebenfalls und die Akkulaufzeit ist auch super. Die Software macht einen noch ausgereifteren Eindruck und der Sound, der ist halt einfach nur der Wahnsinn. Sowas ist am Ende auch immer ein bisschen subjektiv. Also wenn wir in dieser Preisrange angelangt sind, sind das wirklich Nuancen und da muss halt jeder für sich entscheiden, was einem besser gefällt. Aber ich persönlich, ich finde den Sound der Momentum True Wireless 3 nochmal etwas besser als den der Sonys. Also das ist hier wirklich klasse. Perfekt sind sie natürlich trotzdem nicht. Das Case ist fürs Jahr 2022 meiner Meinung nach zu groß. Der Transparenzmodus ist nicht auf Apple- oder Sony-Niveau und der Preis von aktuell 230 Euro ist halt wirklich extrem hoch. Der wird, denke ich, aber in den nächsten Monaten noch etwas sinken. Trotzdem, wer beim Sound wirklich das meiner Meinung nach Beste vom Besten will, dem kann ich die Sennheiser Momentum True Wireless 3 bedenkenlos weiterempfehlen. Da macht ihr überhaupt nichts falsch und jetzt ist eben auch das ANC endlich auf absolutem Spitzenniveau. Und das waren sie. Das sind die meiner Meinung nach aktuell besten kabellosen In-Ear-Kopfhörer. Ich weiß, das war jetzt ziemlich viel auf einmal. Ich glaube, wir hatten noch nie so viele Modelle in einem Video drin, aber ich wollte halt einfach, dass wirklich für jeden was mit dabei ist. Ich hätte dieses Video hier noch deutlich länger machen können, wenn wir jetzt auch noch über die offenen Designs à la AirPods 2, Sony LinkBuds
etc. gesprochen hätten. Wenn ihr dazu ein separates Video sehen wollt, lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Kann ich sehr, sehr gerne machen. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ich hätte die Bose-Modelle hier noch gerne mit reingenommen oder ich würde die gerne mal testen, aber die ignorieren mich leider einfach komplett. Wenn ihr wollt, dass sich das ändert, schreibt es gerne in die Kommentare, also dass ihr auch die Bose-Modelle gerne mal sehen wollt. Vielleicht kommen die dann auch irgendwann mal im Jahr 2022 an und realisieren, dass es sowas wie YouTube-Tech-Reviews gibt, aber das ist ein anderes Thema. Aber davon abgesehen finde ich, also bin ich mit dieser Auswahl hier wirklich sehr zufrieden. Ich finde, die ist super breit gefächert. Wir haben hier wirklich für jeden Geschmack und vor allem für fast jeden Geldbeutel was Schönes mit dabei. Mit den Modellen macht ihr überhaupt nichts falsch. Also die kann ich euch wirklich bedenkenlos weiterempfehlen. Jetzt würde mich natürlich brennend interessieren, was ihr zu der Auswahl sagt. Habt ihr vielleicht sogar eins der Modelle oder was ist aktuell so euer Favorit? Was nutzt ihr? Was würdet ihr euch gerne kaufen? Lasst mich das auf jeden Fall unten in den Kommentaren wissen. Ich freue mich auf euer Feedback. Checkt auch die Videobeschreibung aus. Da sind dann nochmal die separaten Reviews, falls ich eins gemacht habe oder generell die Videos. Ich glaube, ich habe zu fast jedem der vorgestellten Modelle schon was gemacht. Ja, wie gesagt, da gibt es einfach noch weitere Infos, weil wenn ich jeden Kopfhörer hier so ausführlich vorstelle, wird dieses Video hier 50 Minuten lang. Und ich glaube, das will keiner, das ist so schon lange genug geworden. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen bei der Kaufentscheidung behilflich sein und ich sage wie immer, ciao, bis zum nächsten Mal.